Matthias Bertold, also es war sicher ein langer Tag heute bis zur Mannschaftsvorsitzung. Wie ist die Situation jetzt mit diesem Fall für die vier Skifahrer, Riesenslalomfahrer aus Deutschland? Ja, der Fall ist für unsere Jungs natürlich nicht sehr schön, das ist klar. Man muss sich vorstellen, der Stefan gewinnt sein erstes Weltcuprennen nach langer Verletzungspause, auch das erste Rennen beim Comeback und freut sich natürlich riesig und bekommt dann am nächsten Tag die Nachricht, dass wir hier scheinbar falsch gehandelt haben. Und das tut mir sehr leid. Wir haben den Stefan in diese Situation gebracht. Wir haben uns auf den WADA Standpunkt bezogen, dass eben Sauerstoff nicht auf der Liste ist und erlaubt ist. Und waren einfach in dieser Situation, haben wir falsch gehandelt. Wir haben uns zwar erkundigt bei unserem Chefmediziner, der auch Experte ist für diese Sachen, und bekamen das okay, das zu verwenden. Und dann haben wir das gemacht, haben den Jungs gesagt, ja, ihr könnt es nehmen, also dem Stefan, und haben ihn dadurch in eine Situation gebracht, in die er eigentlich nicht gehört, muss ich sagen. Er kann da wirklich nichts dafür und das tut mir extrem leid. Und ärgert mich auch sehr, dass wir so gehandelt haben. Ja, aber es ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil es ist geschrieben, dass man darf nicht at the venue Sauerstoff nehmen. Mhm. Wer hat das dann weiter gesagt? Niemand hat es ja gesehen. Nein, es wurde kein Protest eingelegt von irgendeiner Mannschaft. Da gibt es ja Protestfristen bis zu 72 Stunden. Da kam kein Protest, aber irgendjemand hat in der Team Hospitality eben Fotos gemacht und diese Fotos an die FIS geschickt. Und dann ist es natürlich klar, dass die FIS bei uns dann anfragt und eine Klärung der Dinge verlangt. Und dem sind wir nachgekommen, haben das ganz ehrlich und offen der FIS geschildert, wie das zustande gekommen ist. Und das Ganze liegt jetzt bei der FIS. Und hier wird dann seitens der FIS oder diesem Komitee, das für solche Sachen zuständig ist, eine Entscheidung getroffen zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen. Aber ja, auf das warten wir jetzt einfach. Aber wie gesagt, das liegt jetzt bei der FIS. Und die zuständigen Herren und Damen, ich weiß nicht, wie sich das zusammensetzt, die müssen die Entscheidung treffen. Und deshalb möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, weil wir haben jetzt alles gesagt eigentlich und waren sehr ehrlich. Und mich ärgert wirklich, dass wir als Crew, als Betreuer-Crew, in Zusammenarbeit mit unserem zuständigen Arzt hier eine Entscheidung getroffen haben, die letzten Endes den Athleten schadet. Und das ärgert mich sehr und macht mich traurig, denn für mich sind die Athleten immer diejenigen, die zu unterstützen sind und die in den Vordergrund zu stellen sind. Und die haben wir hier falsch beraten in diesem Fall. Wie geht es die vier Athleten und besonders der Sieger Stefan Luiz? Ja, natürlich nicht gut, das ist klar. Aber wir sind Profis, wir haben das natürlich besprochen, wir hatten jetzt 3 Tage, um uns auf diese Situation vorzubereiten. Wir wussten, dass das kommen wird. Solche Sachen kommen ja nicht unter der Woche, sondern die kommen immer. Die Erfahrung habe ich in meiner langen Zeit im Weltcup schon gemacht. Die kommen immer unmittelbar vor dem Rennen. Deshalb haben wir uns darauf vorbereitet. Es war jetzt heute Mittag natürlich nicht schön, als es dann durch die Medien ging. Und Stefan war dann auch geknickt eine Weile. Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt und jetzt fokussieren wir uns auf dieses Rennen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass er den Kopf frei hat, um ein gutes Rennen zu fahren. Und man muss auch bei diesem gefährlichen Sport einfach mit dem Kopf bei der Sache sein, denn sonst ist es nicht gut. Also die Entscheidung könnte noch sein, dass alle vier könnten disqualifiziert sein. Kann sein. Ich hoffe nicht, weil halt schon widersprüchliche Regeln da sind, wenn man WADA schaut oder IOC und FIS, dann hoffen wir, dass wir mit einer Verwarnung durchkommen oder dass wir als Verband gestraft werden, weil die falsche Entscheidung haben wir getroffen.